Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ganz herzlich darf ich Sie zu dieser kleinen Videoandacht heute willkommen heißen. Wir haben uns versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Lieben, vor wenigen Wochen fand ich in einem kleinen Adventskalender die folgende Erzählung. Ein Streichholz und eine Kerze lagen schon lange beieinander auf dem Sims. Eines Tages sagte das Streichholz: Heute werde ich dich anzünden, denn die Tage werden kürzer und die Dunkelheit macht die Herzen der Menschen schwer. Dein Licht wird sie erfreuen. Nein, alles, nur das nicht. Wenn ich brenne, verbrenne ich. Bald werde ich dann nicht mehr sein, meinte die Kerze. Ja, sprach das Streichholz, wenn ich dich anzünde, sterbe ich. Und auch du wirst nicht mehr lange leben. Zünde ich dich aber nicht an, dann verpassen wir den Sinn unseres Daseins und unserer Berufung. Ich bin ein Streichholz. Ich muss anzünden. Du bist eine Kerze. Du musst brennen. Was nützt dir dein Leben, wenn du nicht für andere leuchtest? Wenn du nicht leuchtest, dann bist du bereits gestorben. Nur im Leuchten ist Leben. Hat euch diese Geschichte fröhlich gestimmt oder vielleicht sogar richtig traurig? Ich selbst fand mich darin auf jeden Fall zu 100% wieder, da ich auch so jemand bin, der alles Schöne lieber erhalten möchte, anstatt es aufzubrauchen. Als Kind bekam ich zum Beispiel von einem Hattinger Ruhestandspfarrer am Namenstag eine riesige Lebkuchenplatte aus Kevela geschenkt, auf die das Bild des heiligen Martin aus Marzipan aufgetragen war. Dieses Präsent war doch viel zu schade, um es anzuknabbern. Also stellte ich es mir ins Regal, wo es so lange blieb, bis es nach 5 Jahren in knochenhartem und wenig dekorativem Zustand entsorgt werden musste. So ähnlich wäre es auch der Kerze gegangen, wenn man sie nicht angezündet hätte. Ist Ihnen und euch aufgefallen, wie weihnachtlich doch Ihr Schicksal ist? Wenn wir sie mit dem neugeborenen Jesuskind vergleichen, Jesus Christus ist Mensch geworden. Er ist in diese Welt gekommen, um Licht in die Dunkelheit zu bringen, um für eine gewisse Zeit hier auf der Erde zu leben und uns den Weg zum Vater zu zeigen.
Aber genau wie bei der Kerze war auch seine irdische Zeit nach Gottes Plan befristet. Krippe und Kreuz gehören untrennbar zusammen. Die Erlösung beginnt am Heiligen Abend und sie wird fortgeführt am Karfreitag auf Golgotha. Das war die Berufung Jesu, uns Menschen durch sein Leben, aber auch durch seinen Tod aus lauter Liebe zu retten. Überbieten kann das absolut niemand. Wenn wir nun auf uns selbst schauen und uns mit dem Streichholz oder der Weihnachtskerze vergleichen, so sollten wir uns natürlich fragen, was unsere persönliche Bestimmung ist, solange wie unser Leben währt. Was machen wir daraus? Von wem lassen wir uns leiten? Allzu oft haben wir Idole, denen wir hinterherjagen und von denen wir meinen, genauso wie die oder der, so möchte ich sein. Vielleicht sind es auch Familienmitglieder, Freunde oder Arbeitgeber, die einen starken gesellschaftlichen Druck auf uns ausüben, sodass wir denken, uns nach dem von ihnen gewollten Muster verhalten zu müssen, um Akzeptanz zu finden. All das ist allerdings nicht der Plan Gottes. Denn Gott sagt zu uns, komm, schau in den Spiegel. Du bist ein geliebtes Königskind, wunderbar geschaffen. Du bist ein Original. Bitte stirb nicht als Kopie. Komm in deine Bestimmung. So lautet meine heutige Weihnachtsbotschaft an Sie und euch alle. Aber wie sollen wir denn herausfinden, wozu wir bestimmt sind? Viele werden sagen, es gibt doch gar nichts, was ich irgendwie gut kann. Wie soll ich dann den Sinn meines Daseins entdecken? Gott jedoch beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Das macht uns die Bibel an unzähligen Beispielen deutlich. Die Berufenen sind allerdings herausgefordert, eine liebevolle Beziehung zu diesem menschgewordenen Jesus aufzubauen, sich von ihm sowie von Gottes Heiligem Geist leiten zu lassen und dann ganz tief in sich hineinzuhorchen, verbunden mit der Frage, wo kann ich völlig neu anfangen? Und welchen Plan hast du, Herr, mit meinem Leben? Worte eines altbekannten Weihnachtsliedes können uns vielleicht schon dabei helfen, einen ersten Schritt in diese Richtung zu wagen. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab. Eja, Eja und alles, was ich hab. Amen. Wollen wir die kleine Andacht beschließen mit dem Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben
und diese Tage erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willen seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Wünscht Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen ein paar wirklich schöne Weihnachtstage. Egal wie es wird, ob es so wird, wie Sie sich das vorgestellt oder gewünscht haben, machen Sie das Beste draus, seien Sie glücklich, sehen Sie das helle strahlende Licht und lassen Sie es sich gut gehen. Seien Sie das Licht und verbreiten Sie es an Familie, Freunde, Verwandte, einfach in die ganze weite Welt. Wir freuen uns auf ein frohes und gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr 2022. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Für uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht.